ist meine Gerechtigkeit. Ja, genau. Erstens, die jeder kriegt das, was er braucht. Die Maussetzung des eigenen Charakters. Ich sage zu jedem, wenn wir jetzt an unseren Volker denken, wenn der so unheimlich glücklich ist und so voller Liebe ist, warum kackt der mit einer unendlichen Permanenz? Jetzt immer wieder, wir denken uns jetzt was aus. Wir denken uns jetzt was aus. Das ist das. Und da ist es, das ist es hier. Ich habe bei mir ja kein einziges Spam. Ohne Volker. Und jetzt, wenn ich reinschaue, pass auf, jetzt, wenn ich reinschaue, das ist nur mein Ordner, was schon einfach Spam, wenn ans kommt. So eine Liste, nur Folgeadressen mit einer riesen, jetzt kann man nämlich wieder denken, es kommt ja alles aus dir. Moment, Folge ist freigesprochen, ich bin's. Das heißt, die Nerven, wo ich immer wieder sage, könnt ihr drüber lächeln oder richtet euch drüber auf? Das ist einmal das Erste, aber es geht immer wieder, ihr habt von mir die ersten Updates, die die ersten gekriegt haben, wenn der da mit drin war in der Adresse, er hat es auf jeden Fall, vor 98, wo das losgegangen ist. Ja. Da habe ich ganz klipp und klar mal, wo auch hier dieses Schrei nach Liebe Video drin war. Da habe ich das Video Schrei nach Liebe mit reingemacht. Arschloch, du weißt, was ich meine? Und wo ich dann immer wieder, wo sein Problem ist, ja, der Udo. Nämlich Udo hat ein richtiges Problem. Weil komischerweise immer wieder selbst das Udo sagt und dann aber wieder, was ich ja überhaupt nichts begriffen habe und ich weiß ja auch nicht, was Liebe ist. Und das ist eigentlich dieses Stehen, die Kunst ist es, dass du nicht reagierst. Weil was ist jetzt? Weißt du, dass du darüber schmunzeln kannst? Du verarschst dich selber, was er schon gemacht hat. Das ist immer wieder das Spiel, du gehst auf Resonanz, da hast du verloren. Oder nehmen wir unseren Satzschuss, der diese Auf- und Abs hatte. Ja, der hat sich jetzt sehr, der ist aber sehr am Ball, sehr klein zurzeit. Sorry, der kriegt von mir auch nichts mehr. Aber der kommt dann ganz leicht, weil das letzte hat er dann, wo ich sagte, ihr habt jetzt dreimal eine Chance gegeben, dreimal ist genug. Wo immer wieder himmelhoch jauchzen, zu bodigen Nien und dann plötzlich bin ich wieder das totale Arschloch, der alte Mann. Ich weiß nicht, ob der die Videos habt, der nicht kriegt, die waren privat, die Mails. Wo mich dann voll hier. Ja, doch so ein paar, die war sehr. Ja, aber was dann unverschämt. Mit denen, ich habe überhaupt nichts gemacht. Aber das ist, man dreht sich alles hin und jetzt ist er wieder total auf dem guten Weg. Jetzt ist er wieder umgekippt mit 1000 Mal Verzeihen, aber wir hatten das Spiel schon dreimal. Aber die Phase war, wo er da mal einmal ganz unten war, er gibt mit, wie er oben war, hier mit unserem Folger, der Briefverkehr, wo er reinsteht, du blödes Arschloch, komm, dann hau ich dir die Fresse voll. Er zum Folger. Dann ist er selber abgesackt wieder, wieso auch immer, und plötzlich hat er mit dem Folger die dicksten Freunde kommuniziert. Sag mir, mit wem du gehst, und ich sag dir, wer du bist. Eine ganz, ganz tiefe Weisheit. Und du musst eins wissen, wenn du merkst, und das ist hart, du sollst nie jemandem die Tür weisen, aber wenn du merkst, dass du permanent in Kreisen bist von geistlosen Zombies, du wirst niemals frei werden, weil du zwangsläufig diese Gespräche dir anhören musst, und du wirst zwanghaft immer auf dieser Ebene unten gehalten. Und das ist das Erste, jetzt hast du mal, dass du in die Gleichgültigkeit gehst, und jetzt ist wichtig, nicht, solange du es zum Teufel hast, weil du es nicht haben willst, wird sich das eh wiederholen. Das heißt jetzt, wenn ich solche Geistlosen habe, es geht nicht darum, dass du welche fortschickst, was jetzt auftaucht in einer Praxis, das kommt ja. Es ist, ich rede ganz, ganz gezielt von Sachen, die nicht auftauchen, sondern die immer wieder aus einem Mechanismus heraus ansteuerst. Aus einem, was ich jetzt auch zum Beispiel hier bei mir, meine Muttergeschichte, will ich nochmal, wo ich die erzählt habe, dass du irgendwann nochmal merkst, wo ich dann immer wieder sage, und das hat nichts mit Nicht-Lieben zu tun, sondern ganz in einer Erkenntnis, ich will nicht nochmal ausholen, aber ich habe euch das erklärt, weil das ein schönes Beispiel ist. Du hast immer wieder deine eigenen Prüfungen. Ich bin ein totales Mama-Kind gewesen und das Höchste für meine Mutter, und meine Mutter war das Höchste für mich. Aber mit dieser Transformation, dieses weiche von mir Vibe, dass ich. Die wohnt 3 Kilometer von mir weg und ich habe sie 4, 5 Jahre nicht gesehen. Ich höre jetzt manchmal, dass sie jetzt sehr alt wird, vergesslich wird, bloß noch heult. Und ich habe ganz klar zu ihr gesagt, Mutter, ich bin immer da und immer für dich da und dein Sohn. Ich entziehe mich nicht meiner Sohnespflicht. Das heißt, wenn du einen Anruf machst, stehe ich sofort auf der Masse. Ich sage zu meiner Frau, ich kein Problem, die sogar zu mir in die Wohnung holen. Aber nur, wenn du dich rührst. Ich von mir aus, das war vor 5 Jahren oder 4, ich weiß es nicht, was ist Zeit, habe ich gesagt, du wirst von deinem Sohn betrachtet, den Udo als tot, du wirst von mir nie mehr was hören. Und was vorhergegangen, und du hast meine Nummer, ich bin sofort da, wenn du mich brauchst. Also nicht, dass ich sage, ich will mit dir nichts zu tun haben, oder jederzeit. Aber was ich gemerkt habe, und das war die 3, 4 Mal vorher, dass ich jedes Mal, das habe ich ja vor, das war mir klar, das ist der Weg, dass ich jedes Mal, wenn irgendwas war,
immer wieder dieses schlechte Gewissen, du musst Mutter doch, du musst zu deiner, dieser Mechanismus, du musst ja, du kannst genau. Da nicht. Und ja, jedes genau. Mal, wenn wir dann dort waren, wenn wir wieder heimgefahren sind, du, wir waren kaum aus dem Haus draußen, habe ich zu Marian gesagt, Spatz, ich hätte es mal verkneifen müssen. Die Frau kann nicht sterben, die ist tot. Jetzt nicht, dass die senil ist, die ist wie eine Schallplatte mit einem Sprung. Und da ist kein Hauch, ich habe ja mit vielen Elternleuten zu tun, mit 80 Jahren, die neugierig sind, wo ein Geist ist. Ich, wenn meine Mutter anschaue, ich schaue wirklich in die Augen einer Toten. Und jetzt nicht, die hat keine Alzheimer. Wenn ich sage, das ist immer dasselbe, da ist kein Hauch, was wir jetzt reden, was ich ja Ältere habe, ich weiß ja, dass es ja 80-Jährige gibt, die sich für sowas interessieren. Das Einzige ist, sie hat ein scheiß Leben gehabt, die Hölle, und sie will sterben, und da gibt darüber hinaus, sie will jetzt bloß weg, sie hat da überhaupt keine Angst, wie es so, wenn es aus ist, und ein Leben nach dem Tod oder sowas gibt es für die sowieso nicht. Dann hat sie es geschafft. Und da ist nicht einmal ein Ansatz, dass du reden könntest. Und wenn ich hier, da ist keine Kommunikation möglich und da ist wie eine Schallplatte mit einem Sprung, wo du dann merkst, wo ich dann immer wieder, und die letzten paar Mal, und dann habe ich jetzt das letzte Mal gesagt, jetzt ist endgültig Schluss. Jedes Mal, das ist nicht das Problem von ihr, sondern meins. Das sind diese alten Strukturen. Was denkt ihr von mir? Eben nur, weil ihr so feste Mama-Kind-Beziehung war, und erwähne ich, wenn jetzt einer dem am Arsch vorbeigeht, so wie bei meinem Vater, der hat mich überhaupt nicht gejuckt. Weil man dir am Arsch vorbeigehen, es ist immer, was du meinst, was du liebst, verstehst du? Und dort sich zurückzugehen, und da war immer nur die Sache, wo ich jetzt auch, wenn die jetzt, ich hören würde, dass sie stirbt, ich würde nicht einmal auf die Beerdigung gehen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Jetzt kann ich wieder sagen, was denken dann die anderen von mir? Okay. Zum Beispiel mein Bruder oder so. Die denken das sowieso, was sie denken wollen. Das ist, die wissen, ich bin in einer Sekte, und das ist schon seit 10 Jahren. Die haben noch nie ein Wort mit mir darüber gesprochen, was sie alle wissen, ich bin in einer Sekte. Ich in einer Sekte. Keiner wettert mehr gegen Sekten. Ich bin mein eigener Guru. Weißt du, was ich meine? Das ist, die sind, das ist aber wieder das Musterbeispiel. Und das, mein Bruder ist ein ganz ein Liebe. Ich habe mit dem noch nie gestritten. Wenn ich den jetzt zufällig fahren sich oder was, glaub mir, das ist kumpelhaft. Was magst du? Und ich weiß ja, wenn ich den jetzt anrufe, der wäre sofort für mich da, weil wir nie gestritten haben. Aber wieso habe ich mit dem keinen Kontakt? Aus demselben Grund, weil ich wüsste gar nicht, er ist voll, 100% Vollblutmaterialist. Ich gehe spazieren von Dreivierteljahr, irgendwas so, dass der Zeitquill hat. Ich gehe in die Stadt und dann geht er zufällig aus der Hyperbank raus. Wir haben uns fast 10 Jahre nicht gesehen. Kann er da ziemlich genau, sogar länger, das war der 50. War der, sein 5er. Sein 50. Geburtstag war ich das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe. Der 50. Geburtstag, jetzt war der 69, 4, 59 war der jetzt. 50, 9 Jahre. Weil ich 54, jetzt bin der jetzt 5 Jahre älter wie ich. Und am 50., an seinem 50. hat er groß gefeiert und ich gehe und er kommt zufällig aus der Bank raus und Servus, von wegen, wie geht's oder was magst du? Das allererste, boah, habe ich einen Stress, wir haben es wieder die Automaten aufgebrochen, 8000 Euro, wie gesagt, und bla. Das ist das Thema. Es geht nur um Geld, einbrochen, Scheiße, Ärger, und das geht kaputt. Es gibt keine anderen Themen, das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist dann immer wieder, weil jetzt weiß ich, wieso, dass ich noch nichts mit ihnen zu tun gehabt habe. Weil das immer, und ihr werdet merken, ihr habt auch solche Freunde. Ja. Und ich sage, solange sie euch amüsieren, wenn sie auftauchen, ist es gut. Aber wenn einer, weil er nicht einsam sein kann oder allein sein will, wenn er die permanent auf... Du musst wissen, du aktivierst die dann, du hättest die Freiheit, wenn du jetzt von dir aus was auftaucht, wie gesagt, sollst du nicht wegstoßen. Was kommt, ist gut. Aber wenn du jetzt immer dich beobachten und du hast jetzt, Mensch, den könnte ich anrufen. Warum fällt mir das jetzt ein? Das ist immer wieder, kommt es von selbst, erinnert euch an die Automatismen. Es gibt einen Gedanke, der von selbst kommt. Rot geschrieben von allein, und es gibt diese Filmgedanken, die automatisch erzeugt werden. Telefonklingeln, wenn jetzt das Telefon klingelt, das kommt von selbst, da hat man keinen Einfluss drauf. Aber sobald du Klingelingeling hörst, wenn du dich beobachtest, wirst du zuerst an dein Handy denken oder an dein Telefon oder an die Haustierglocke, wenn du daheim bist, und du wirst dann wie ein Zombie wieder ans Handy streben, ans Telefon und das Ding materialisieren oder die Haustierglocke, den Dürsumer materialisieren. Auslöser, ein Geräusch, das ist da. Und alles andere, was jetzt passiert in dir, ist ein Ablauf eines Programms. Und das kannst du beobachten. Und das ist immer, wo ich habe immer das Beispiel, das sind wie diese kleinen Figuren, wo man hinstellt, wo man aufzieht und die hoppeln. Und wenn ich merke, du bleibst stehen, kriegst du wieder irgendeinen Impuls, dass du wieder weiter hoppelst. Das ist von, und all das wird dir bewusst, wenn du dich beobachtest. Das ist die eine Seite, und das ist ja eigentlich dieses klassische Denken beobachten, das wäre jetzt eigentlich im Groben der Zen-Buddhismus. Es hat 10, das ist ja Sitzen und einfach, was die Falle dabei ist, die wollen das stillstellen, die wollen das still machen, die wollen das, dass das verlöscht in das Satori rein. Das ist das verkehrte Ziel.
Und ich sage, ich schaue mir den Film an und ich will ihn verstehen. Ich will wissen, wie er funktioniert. Und dann brauchst du jetzt plötzlich mit der Sprache Holofeeling. Aber du merkst, diese Lehren des Beobachtens, des Zen, ist durchaus ein Aspekt, der richtig ist. Aber es ist alles noch nicht vollkommen. Und darum ist jeder, der sich in eine Glaubensrichtung festklingt, und das ist ja die Masse, jetzt müssen wir noch unterscheiden, wenn wir jetzt zum Beispiel Buddhisten nehmen, dass da auch wieder die überwiegende Mehrheit Schwätzer sind. Da sind manche, wo ich dann sage, jetzt kommen welche zu mir und sagen, ich bin Buddhist. Und dann sage ich, welcher? Und dann schauen die mich mit solchen großen Augen an, was ich jetzt eigentlich will. Und dann sage ich, wenn einer sagt, ich bin Christ, dann sage ich, ja, welcher? Bist du Katholik, bist du bei der Freikirche, bist du bei den Zeugen Jehovas, bist du evangelisch, bist. Es gibt ja so viel, es gibt im Buddhismus genauso viele Strömungen. Aber da ist natürlich, die sind alle so, ich bin halt Buddhist. Aber wenn du dann fragst, welche, dann wie viele Sorten gibt es da eigentlich? Da wissen sie nicht einmal ihre Sorte zu erklären, wo sie sich dazu zählen, weil die meinen, Buddhismus ist ja, das ist ja modern, das war immer so zeitgeistmäßig. Das sind alle Buddhisten. Und dann essen sie ja kein Fleisch und dann sage ich wieder, das ist der nächste Blödsinn, Buddhisten essen ja kein Fleisch, ne? Da gehen wir nach Thailand. Das hat angeblich der historische Buddha gar nicht gemacht, der hat ja Fleisch gegessen. Geh mal nach Thailand, verdammt, weil die fressen alles, was krabbelt. Das sind Buddhisten. Ja, das ist doch klar. Das sind doch Buddhisten, da gibt es nämlich auch solche und solche und solche und solche. Weil es da wieder Strömungen gibt, was du immer wieder sagst, du merkst, dass das so zerfledert alles, wenn du die Sachen genauer anschaust. Aber wer schaut schon irgendwas genauer an? Da müssen wir ja selber denken, ist ja viel zu anstrengend. Man selbst hier anerkannt, dass es eine Gleichzeitigkeit zwischen Ursache und Wirkung gibt, dass es gleichzeitig ist. Alles, die Elementaren, pass auf, der Buddha ist eine Vorstufe, wo ich sage, das ist der Weg, das ist die Pubertät. Aber wenn dann hier der Osho sagt, der Christus ist tausendmal mehr wie Buddha, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Das Wort, wobei jetzt der Christus ja eigentlich das nicht einmal ins Wort geht, aber da merkst du schon, das elementare Unterschied in der Lehre nochmal, was der Buddha, den Buddha-Lehre weit überwindet, aber das ist ja auch wieder nur eine Stufe. Der Buddha ist nur eine Vorstufe. Wenn wir chronologisch gehen in einen Zeitraum hin, und du kannst es umrechnen, ob du einen Maya-Kalender nimmst, was ich da jetzt sage, oder diese 6000 Jahre, die Wiedergeburt des Christus, das ist wie wenn du was in andere Zeitsysteme umrechnest. Das ist immer dasselbe statische Raster im Hintergrund, so wie ich jetzt hexagonale Binärsystem wiedergeben, ein Dezimal wiedergeben oder mit einem Hexagonensystem wiedergeben kann, ist es definitiv so, dass da ein statisches Raster ist, das sich halt anders einteilt. Das ist einmal das Erste. Und das sind jetzt diese 6000, habt ihr euer 6000 Bunde schon zusammen? Ja. Ja. Jesus! Ja. 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 Wir fahren noch einen Halbwachsen. Aber ihr habt euren Gutschein, verdammt nochmal. Ja. 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 Gutschein. Jetzt ist es ja so, dass er so hier diese synchrone Teilung, dass er so das erste immer, das ist Jakob, dann kommt, das sind ziemlich, wenn du die Zeitzählung machst, sind das 2000 Jahre von Adam, von der Geschichte, biblische Jahre, das ist natürlich jetzt rein eine symbolische Ebene, von Jakob bis Jesus sind es genau 2000 Jahre und von Jesus bis jetzt wisst ihr auch. Und der Buddha liegt ja mit anderen, mit Konfuzius so 400 Jahre vorher. Das ist übrigens, du wirst merken, dass du in diesen 2000 Jahresblöcken, wiederholt sich die Zeitgeschichte auch auf dieser mystischen Ebene, auf dieser, ab der Jakob, der Stammesebene und in der Jetzt-Ebene vollkommen synchron mit einer Abweichung von minimalen Promille, wenn ich dir das aufzeichne. Es ist total verrückt, kann er dazu zeigen, dass die Zeit, diese drei Ebenen, wenn du die untereinander legst, was man jetzt nur mal 2000 macht, ist ein logarithmischer Maßstab in dB, was sich also da ja macht, von 0 bis 2, 20 dB, von 20 bis 40 und von 40 bis 60 dB, klingt ja jetzt wie gleiche Abschnitte, aber wenn man sich auskennt im logarithmischen Maß, ist das, wird das natürlich gedehnter. Und das ist natürlich jetzt das aber rein in der Einteilung prozentuell, dass ich jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt nur eins, das sind hunderte, ganze Bücher könnte ich dir schreiben, dass zum Beispiel ein einschneidendes Ergebnis war hier Gefangenschaft in Ägypten. Das ist hier die Jakob-Geschichte, beginnt mit der Gefangenschaft in Ägypten und es sind ja in Ägypten diese berühmten 400 Jahre Gefangenschaft gewesen in Ägypten. Jetzt gehen wir, das ist genau von 2000, das ist der 2000er Sprung. 0, 2000. Da beginnen zuerst einmal die 400 Jahre Gefangenschaft in Ägypten in der biblischen Geschichte. Wenn du von Jesus gehst, wirst du feststellen, 396, das ist das römische, das war genau die Christenverfolgung unter dem römischen Reich, hat bis 396 gedauert, sind 400 Jahre. Es ist nur, ich zeige dir exakt, dass sich alles auf allen Ebenen immer exakt wiederholt, mit einer unheimlichen Präzision. Zum Beispiel Luther, wenn wir setzen, die Jahreszahl Luther, wenn du setzt, seine Katechismen,
entspricht genau dem Buch Maleachi. Das Buch Maleachi, ein kleiner dieser 12 kleinen Propheten, beschreibt genau diesen Zustand, ist genau dasselbe im Alten Testament, Maleachi, eine Reformation, was Luther macht, ist genau im selben Zeitraum, wenn du das nachlesen musst. Jetzt in diesen Tabellen, und jetzt wohlgemerkt, ich rede nicht von irgendetwas, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern von einem Fraktal, wo das Adressen sind, wo du zwangsläufig, wenn du dich an dieselbe Stelle hinrechnest, in Iteration dieselben Bilder, jetzt ganz grob dieselbe Struktur findest. Dass ich die ja immer wieder in einem mathematischen Schema, und darum sind auch hier alle geistigen Konzentrationspunkte, ob jetzt das Kirchen sind, Kathedralen sind, ob das die Pyramiden sind, die ja alle hier und jetzt sind, bis hin dann in einer höheren, in einem globalen System, die Erdkugel als Tempel, haben immer dieselben Maße, aber keine raumzeitlichen Maße, sondern das sind immer wieder ausgedacht. Das sind Iterationspunkte, wo du gehst und dass die ganze Physik, das, was bis heute noch gar keiner richtig gemacht hat, dass diese Weltformel, wo ich in Du bist dich angebe, dieses Pi Quadrat durch 7 mal 20, und dann machen wir die Datei, wo ich dir sage, mit der 7 mal 30, wird noch viel heißer, dass diese kleine Formel durch Hinzufügen der Zahlen 1, 2 und 3, in der, nur diese Formeln, entwickle ich dir komplett, sagst du mal, das ganze Sonnensystem, das sich das heliozentrische Weltbild ausdenkt, und zwar die ganzen von allen Planeten inklusive der Sonne, die Umlaufzeiten, die Abstände und die Massen, das Volumen der Planeten, die generieren sich, die Abstände, alles die aus dieser kleinen Formel durch Hinzufügen, seine ganz normale arithmetische Reihe, die du erst durch diese kleinen Ziffern siehst, Pi Quadrat durch 7 mal 20. Das ist übrigens dieses Pi-Quadrat, und da kommt was, was ein normaler Physiker nicht mitmacht. Wenn du Pi-Quadrat durch 7 mal 20 nimmst, kriegst du nämlich genau 365 Komma als Dezimalzahl. Und du musst jetzt das Komma was Neues verschieben, dass das nämlich genau das siderische Jahr ist, die Umlaufzeit. Ich erkläre das ja ganz kurz, dass du hier das anders liest. Was ein normaler sagt, ist unlogisch. Musst du, habe ich dir nicht gesagt, du brauchst neue Regeln? Der große Gag ist, dass wenn wir das jetzt in dem System mit allen Planetenumlaufzeiten machen, dass die alle stimmen. Du kannst die alle nachschauen in Physikbüchern, und da ist natürlich jetzt ein plus minus eine kleine Abweichung drin. Der ist aber nicht, weil die ja nicht konstant sind. Das ist zum Beispiel auch das Bild, was ein Haramein zum Beispiel zeigt. Das ist das raumzeitliche Denken, dass hier dieses, dass man zur Sonne denkt, wo die Erde rumkreist, dass wir immer an derselben, dass das überhaupt nicht stimmt. Das erste ist, dass er jetzt gezielt nochmal in das dreidimensionale Denken geht, weil das bewegt sich ja hier auch unsere Sonne in Bezug auf den Galaxienmittelpunkt. Das heißt, du kommst nie an dieselbe Stelle, sondern das sieht ja so aus. Das heißt, wenn du hinten drauf schaust, wird es ein Wirbel, und dann, wenn du die ganzen Dinger nimmst, wird es zu einer DNS-Spirale. Könnt ihr euch das ungefähr vorstellen? Weil das wird jetzt, das heißt, dein Planetensystem, wenn du bewegst und ziehst es, wird es zu einer DNS-Spirale. Was du. Du musst höher, das ist das höherdimensionale Denken, was natürlich hier die Sache ist, dass das jetzt nicht unbedingt der richtige Weg in die Einheit ist, aber es hat alles einen Sinn. Wir ändern nur in einer höheren dimensionalen Form die Perspektiven, und da kannst du natürlich ausufern, dass man jetzt zum Beispiel, wenn Sie an der Mehr mit Physik auskennen, was ein sehr, sehr komplexes, Burkhard Heim, diese Elf, die arbeitet mit 11 Dimensionen, was jetzt von der Wissenschaft nicht so anerkannt worden ist, brauchst du nicht, vergiss es. Es ist nur diese 2 Quadratflächen, weil das ist dann auch schon wieder sehr verraumzeitlicht. Ich könnte euch erklären ohne Ende, aber da wäre jetzt der Grund, ich müsste jetzt euch zuerst praktisch ein Standardphysikstudium gehen, und jetzt, ich wette auf der anderen Seite, dass das alles, es sind Bausteine, die wichtig sind. Das ist wie, ich wiederhole nochmal schnell meinen Peter Fettinger als Lehrer, wo er sagt, Udo, ich habe Probleme, ich muss Schülern Erdkunde das heliozentrische Weltbild erklären als Volksschullehrer, und jetzt ist das große Problem, ich weiß mittlerweile, dass es so nicht ist, und dann komme ich in einen Konflikt. Na so, das ist ein Problem, wo du wieder selber machst, und immer dran denken, jedes Problem, das du dir ausdenkst, lässt sich so leicht lösen, wie ein Dreieck mit 2 Strichen zeichnen. Ich sage erst einmal, du sollst nichts verändern, gib des Kaisers, was des Kaisers ist. Also wirst du von mir nie hören, dass du dich jetzt hinstellst und deine Schüler missionierst und ihnen erklärst, dass das nicht stimmt, weil du wirst erstens einmal einen Konflikt mit der Schulleitung kriegen, weil du hast ja einen Lehrstoff zu vermitteln in der Klasse. Aber du machst einen kleinen Unterschied. Das heißt, wenn du was lehrst, erzählst du den Kindern vorher, dass in der Menschheitsgeschichte sich das Wissen ständig weiterentwickelt hat. Das heißt, alle Wahrheiten von heute, das lehrt uns die Menschheitsgeschichte, sind die Dummheiten, wo man morgen drüber lacht. Und das war schon immer so. Und zu allen Zeiten waren die Menschen so starrköpfig, wenn ein neues Wissen gekommen ist, haben das bekämpft. Obwohl jetzt die Zeitgeschichte, wenn man die in einem größeren Rahmen anschaut, praktisch mehr oder weniger beweist, dass sich das ständig weiterentwickelt hat.
Und den Fehler wollen wir nicht machen. Und jetzt lehrst du original den Stoff, den du zu lehren hast, bloß mit dem kleinen Zusatz. Zurzeit glaubt man, Stand des Wissens ist. Mhm. Zurzeit geht man davon aus, dass. Und jetzt erklärst du, was zurzeit Stand des Wissens ist. Mhm. Jetzt lehrst du komplett den Lehrstoff. Das Einzige, du gibst diesen Schülern einen riesen Vorteil, dass sie sich wesentlich leichter öffnen können, wenn was Neues auftaucht in ihnen, wie wenn du von klein auf dogmatisch programmiert was, so ist es, und wehe, sagt einer was anderes, kann er in die Klapse. Und dann wirst du dir eingestehen müssen, dass das auch ein Problem ist, wo du drunter leidest. In vielen kleinen Sachen. In ganzen Moralen, ob das homosexuell ist, egal was für ein Schwamminhalt du hast, wo du dich unheimlich aufregst, wo wohlgemerkt du dich aufregst, du fühlst dich schlecht, wenn du die Zeitung lesen tust, weil es dir nicht nach dem Kram geht. Das heißt, ob du mich über Politiker aufregst, über Korrupte, über Neonazis, über Moslems, über Fanatische, das ist der Zeitung, die du liest, vollkommen scheißegal. Du leidest genau an demselben Problem, weil man das mit dir nicht gemacht hat. Merkst du, jetzt ist das Problem schon wieder vom Tisch weg. Und wieso ich jetzt gesagt habe mit den Stufen, dass wenn ich dir einen Kegel erklären will, du kannst keine zwei Stufen mit kleinen Füßen auf einmal nehmen. Also erkläre ich jetzt erst den Kreis, das geozentrische Weltbild, und wenn du das gecheckt hast, sage ich, pass auf, und jetzt schauen wir mal, wir können uns das auch heliozentrisch denken. Und wenn du beide Seiten durchdenken kannst und jetzt nicht, das stimmt und das stimmt nicht, es stimmt ja das hat ja nie gestimmt, sondern dass das nur zwei Denkmöglichkeiten ist, die wir uns in unserem Geist vorstellen können. Und wie gesagt, oberflächlich betrachtet verändert sich nichts. Dann hast du den Kreis und das Dreieck, und wenn du die zwei Seiten denken kannst, dann kann ich anfangen, die zu verknüpfen und dich zum Kegel zu führen. Und genauso ist es jetzt, wenn ich solche Sachen anspreche hier, das würde jetzt erfordern, dass wir zuerst einmal im normalen Universitätsstil zumindest grob, um was geht es eigentlich in diesem Glauben, in dieser Theorie von Burkhard Heim oder Quanten oder String oder Fraktale. Das Fraktale zum Beispiel, gib mir mal kurz was zum Schreiben. Dankeschön. Bitte. Das ist immer, ihr kennt bloß immer das Mandelbrot-Fraktal, dann plappert man das nach. Das ist eigentlich eine gebrochene Dimension. Da gibt es immer viele Möglichkeiten, die das aufzeigen. Aber pass auf, das erste ist einmal, dass sich was in einer höheren Struktur immer wieder wiederholt. Das Standardbeispiel ist 7 Stufen. Das erste ist, wir brauchen eine Trinität. Das nennt man in der Fernsehtechnik ein Triplet. Und das fassen wir jetzt zusammen zu einem Punkt. Das heißt, wir machen die kleinste Form von Vielheit. Das wäre jetzt 2, ist nicht die kleinste. 2 ist ein Unterschied, aber es muss ja ein Bewusstsein da sein, das das wahrnimmt. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir Punkt, 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 Punkt. Und die Punkte fassen wir zusammen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, das ist eine Erdnuss. Ja. Oder wir machen einmal Reis. Das ist ein Reiskorn. Ich lege ein Reiskorn hin, ich frage dich, was ist das? Dann sagst du Reis. Dann lege ich 2 hin, dann sagst du, das ist Reis. Und du siehst jetzt Reiskörner. Und irgendwann auf einer Handvoll ist es auch noch Reis, aber dann denkst du nochmal an die einzelnen Körner, dann ist es nur noch Reis. Wenn ich jetzt Skizze 2 oder 3 hinlege, dann, auch wenn du sagst, das ist Reis oder 3 Reiskörner, da zählst du noch mit, aber irgendwann magst du bloß noch Reis. Okay? Das heißt, wir machen, erste Stufe ist ein Triplet, zweite Stufe ist ein Punkt. Gut? Dritte Stufe ist eine Zeile. Punkt, 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 verschmitzen zu einer Zeile. Zeile, Zeile, Zeile. Verschmitzt zu einem Bild. Mhm. Pass auf, ein Bild ist nur ein komplexerer Punkt. Mhm. Mehr Information, was wir gehabt haben, ist aber wieder ein Punkt. Jetzt pass auf, jetzt machen wir Bild, 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 Bild. Eine Reihe von Bildern ist ein Film. Zusammengefasst. Der Film ist in einem gewissen Maß wieder eine Zeile von Punkten gibt eine Zeile, eine Zeile von Bildern gibt einen Film. Der Film ist jetzt wieder in einem gewissen Maß, pass auf, jetzt denkst du an Fernsehzeitung. Wir machen eine Fernsehzeitung, haben wir eine Fernsehzeitung, könnt ihr euch vorstellen, schau her. Fernsehzeitung, wir machen die Fernsehzeitung auf. Und dann hast du hier, erste Spalte ARD. Film, 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 mit Adressen. Kommt ein Film an den anderen, okay, das ist ein Fernsehsender. Fernsehsender, 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 Fernsehsender ist ein Programm. Beim Programm bist du genau bei 7 Stufen. Das ist eine Oktave. Den genau kannst du schauen. Triplet, Punkt, Triplet, Punkt, Zeile, Film, Bild. Triplet, Punkt, Zeile, Bild.
Film, Fernsehsender, Programm. Okay? Mhm. Wort. Aus dem Wort? Eine Aneinanderreihung von Worten? Entschuldigung, Buchstabe. Buchstabe. Aus den Buchstaben werden Worte, aus mehreren Buchstaben werden Worte, aus Worten werden Sätze, Sätze ja. Aus Sätzen werden Geschichten, aus Geschichten Bücher. Werden Bücher. Und jetzt hast du noch viele, weil wir jetzt brauchen, wenn du in der Buchabteilung gehst, hast du hier Geschichte, Belletristik, okay, da hast du jetzt spezielle Bücher, mhm. Fachbücher mhm. und das Ganze ist die Bibliothek. Okay. Mhm. Duft, 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 sieben Stufen. Kann man in allen, das findest du in allen. Das ist einmal ein Grundprogramm, das ist wie ein Tool in der Computertechnik. Dass wenn du das hast, das ist wie mit Morphen, wo ich einmal erklärt habe, mit einem Emotionstool, das kannst du, diese Punkte kannst du auf jedes Gesicht dann drauf machen, wenn du die Punkte setzt, mit Lächeln. Okay? Und jetzt pass auf, jetzt erklär mal, was das Fraktal ist, das ja in Wirklichkeit bloß den Punkt gibt. Das hast du jetzt so durch dieses Auffächern. Schau, wir machen das jetzt einmal so. Dass hier, wenn wir einen Punkt dehnen, das bleibt ja Punkt. Jetzt könnte ich da nochmal sagen, ein Punkt ist ja eigentlich schon eine Fläche. Mhm. Das ist bei Filmen mit einer Quadratfläche, was viele überhaupt nicht mitkriegen. Pass auf, ich muss, jedes Mal, wenn ich jetzt erkläre, muss ich innehalten und nicht innehalten, weil ich es nicht erklären könnte, darum mache ich so viel Haken. Weil ich weiß, du verstehst mich nicht, wenn du das nicht weißt. Pass auf, wenn ich jetzt hinschreibe, 3 plus 3 ist gleich 6 und ich mache 3 mal 3 ist gleich 9. Das ist ja mal eine ganz normale Rechnung. Der Gag ist, wenn ich das abdenke, siehst du hier 3 und 9, der Unterschied ist, dass das, was hier ist, entscheidend ist, was davor steht, das ist nämlich eine Quadratzahl. Wenn ich jetzt angenommen, ich schreibe auf der Seite 4 plus 5 hin, ist das ja auch 9. Aber die 9, die aus einer Multiplikation hervorgeht, ist was ganz was anderes wie eine aus einer Addition. Da weiß ein Mathematikprofessor nichts, weil er das nicht gelernt hat. Aber ich zeige dir mal das an einem einfachen Beispiel, dass der erste Fehler ist, pass auf, 3 plus 3 machen wir mal so. 3 plus 3. 3 plus 3. Das ist 3 plus 3, das ist 6. 3 mal 3 sieht das so aus. Das ist ein Radius. 3 mal 3 hast du die im rechten Winkel aufeinander stehen. Das ist 3 mal 3. Was natürlich ist, ist irre, ist, dass der normale Mensch hier gelernt hat, das gleich aufzufüllen, so wie er beim Sinus gelernt hat, dass der so geht. Du bist so programmiert, beim Sinus an das zu denken, obwohl eigentlich, wenn du das genauer anschaust, das übereinander ist. Verstehst du? Damit entsteht vorher und nachher, obwohl dir das ja zeigt, dass das zeitgleich ist. Was jetzt sehr wichtig ist, 3 mal 3, schau mal, was jetzt passiert, wenn wir jetzt, das ist nur der Knick, das heißt, das ist nur die Ecke. 3 mal 3 mal 3 mal 3. Ich mag es einmal so. Ist 3 hoch 4. Okay? 3 hoch 4 sind 2 Spiegelkanten. Das müsste euch eigentlich bekannt vorkommen. Ja. Haben wir schon mal aufgebaut. 3 mal 3 mal 3 mal 3 ist 3 hoch 4. Und 3 hoch 4 ist 81. 81 ist 80, 1. Schöpferisches Wissen. Okay? Wenn du das spiegelst, kriegst du ja 3 hoch 4, kriegst du 4 hoch 3, ist 64, das ist eine raumzeitliche Öffnung. Das schöpferische Wissen mit der Spiegelung macht die raumzeitliche Öffnung. Das ist jetzt das. Das wird rein, Arithmetik, du weißt, es wird rein, du, das ist die oberste, alles, was ich, übrigens, ich habe vergessen, die kleine Weltformel, diese Weltformel werde ich dir jetzt Folgendes zeigen, ich habe die Tabellen daheim, dass ich mit dem Pi Quadrat durch 27 nicht nur das ganze Planetensystem dir zeige, dass das aus dieser, ganz einfach durch das Hinzufügen der Zahlen 1, 2, 3 sich generiert, sondern wir können das im Kehrwert runterlaufen lassen und dann schauen wir uns eine chemische Atomtabelle an mit den ganzen Atomgewichten, die kompletten Atome mit Elektronen, Wiffel um den Kern Elektronen rumkreisen und die ganzen Atomgewichte. Auch diese ganzen Zahlen in den Tabellen entspringen genau, generieren sich genau aus dieser kleinen Formel. Plus gespiegelt. Und da gibt es offiziell noch keinen Zusammenhang. Das kannst du einfach überprüfen und das ist lückenlos. Aus, dann nimm einen Taschenrechner, nimm deine Tabelle und jetzt kommt natürlich das Verrückte, wer hat es eigentlich gemessen? Wer kann das so genau wiegen? Und jeder lernt es nur auswendig. Selbst wenn du lernst, wie man das misst, was du immer feststellen, ich zeige dir, dass du dir immer wieder selber auf den Leim gehst, weil dir kann einer erzählen, wenn der jetzt, wir denken uns jetzt einmal CERN aus, unser Teilchenbeschleuniger, und was die hier machen, es ist ja bekannt für Milliarden, diese Maschine mit einem Umfang von 27 Kilometern, wir sind wieder beim Thema, wieso ist jetzt der Ring genau 27 Kilometer und es ist ja, was da nicht funktioniert ist, weil diese Leitung auf 27 Kilometer haben die ja nicht, du musst es ja fast auf den Nullpunkt runterkühlen. Weil nämlich nur, wenn du schaffst, dass die Leitungen fast auf dem absoluten Nullpunkt runtergekühlt werden,
Das ist nämlich beim absoluten Nullpunkt. Fließen die Elektronen von links. Heißt es nämlich, bleibt erst einmal alles stehen und dann hast du einen Zustand, wo du, wenn du eine Spannung anlegst, hier, die Elektronen sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Interessant, dass am absoluten Nullpunkt, wo sich nichts mehr bewegt, wenn du Spannung anlagst, dann hast du wirklich Lichtgeschwindigkeit bei den Elektronen, was aber hast, dass sich gar nichts mehr bewegt. Das ist diese 720, aber so, wenn wir jetzt das uns vorstellen, wir können das jetzt auch materialisieren, wenn wir unbedingt wollen, müssen wir uns ins Auto setzen, in unseren Automatismus und uns dahin rechnen, dass dir mal eins klar sein muss, das sind hochdotierte Professoren wieder, die sitzen an riesengroßen Computern und es ist alles milliardenfach teuer und was hier simuliert werden, die lassen zwei Elektronen beschleunigen in diesen 27 Kilometer Kreis, wo 27 Kilometer auf dem absoluten Nullpunkt heruntergekriegt werden, minus 200 und blauer zerquetschte, 270, bum bum bum. Und dann lassen die, wenn die fast Lichtgeschwindigkeit haben, lassen die zwei Elektronen aufeinandertreffen und dann schauen die, was in dem Moment, wo die aufbrennen, was da, ob da neue Teilchen entstehen. Jetzt frage ich dich, diese Monstermaschine mit 27 Kilometer, diese Riesencomputer, was siehst du real? Nichts. Selbst wenn du dich an einen Computer hinsetzt, jedes Kind weiß, dass wenn du an einem Computer sitzt, dein Computer nur das macht, das brauchst du mal der Software. Was da nicht einprogrammiert ist, kann er sowieso nicht on sein. Jetzt der kleine Trick, wenn die von Sensoren machen, sag ich mal, da spiele ich dann schon wenn mit, die ganzen Radioteleskope, was schauen die eigentlich an? Alles, was mittlerweile heiklich ist, egal was gemacht wird, bis hier zur Medizin mit Computertomographie, wenn sie in den menschlichen Körper reinschauen, jeder glotzt nur noch auf einen Computerbildschirm und Computerbilder werden mit Programmen erzeugt und Programme muss man programmieren, das heißt, du musst ein gewisses Wissen in den Computer eingeben und dann zeigt der, aber kann dein Computer überhaupt was anderes anzeigen wie dein Wissen? Und wie gesagt, den Unwägbarkeitsparameter, da mische ich dann schon wenn mit. Das ist wie mit den Zufälligen. Aber sehen tust du da überhaupt nichts. Diese Schizophrenie, um das super winzig Kleinste zu erforschen, eine Riesen, wieder immer merkst du die Polarität, du hast immer die Polarität und keiner fragt sich, was soll das eigentlich so? Da geht es zuerst einmal, jeder, der da hinkommt, ist ganz, ganz stolz, so denke ich mir jetzt den aus, dass er über hier hinkommt, verdient ein Schweinegeld und das kriegst du nur, wenn du des Kaisers neue Kleider mitholst. In der ganzen, das ist alles so unendlich erbärmlich, ob das Sammelleidenschaften sind, ob das jetzt auch Prominenz ist, die hier sammelt. Ich muss allen voran, wo ich immer sage, mein Freund Bono, viel Heiligkeit predigen und viel Geld damit verdienen. Das sind ganz wenige, die vorbildmäßig dann wirklich sich auf einen Nullpunkt drunter setzen. Das ist immer wieder, muss ich sagen, hier erbärmlich. Solange ich hier sammeln tue bei normalen Menschen und selber über ein dreistelliges Millionen-Privatkonto verfüge, habe ich überhaupt nichts, wenn ich in Sack und Asche gehe und das Letzte im letzten Cent selber mache, dann bin ich eine Vorbildfunktion. Also ist es genauso doof, die bewundern, die Charity-Ladies, die mit Schmuck behangen sind, ich habe euch das ein paar Mal schon gesagt, diese Schabracken, wenn sie dann sammeln, wo sie eine riesengroße Gala machen und wo der Schmuck, wo sie an den Armen und die Klamotten hier, dann wird man nicht stolz, es wurden 500.000 Euro gesammelt, aber dass manche Weiber hier fast 1 Million an Schmuck und an Klamotten rumhängen gehabt haben an dem Abend, das sagt überhaupt keiner was. Weißt du, das ist so die Selbstdarstellung. Das ist ja der berühmte Groschen, die arme Frau, die ihren letzten Groschen gibt. Da ist der Groschen, wenn das von einem Groschen, wo sie hat, wenn sie einen halben hergibt, ist der halbe Groschen, ist 1000-mal mehr wert, wie einer, der 80.000 Euro spendet, wenn das nicht einmal die Zinsen vor die Zinsen, sondern Zinsen sind. Das ist einmal alles relativ, du musst es immer sehen. Und jetzt geht jetzt nicht irgendwas, was wir uns ins Denken anglauben, sondern irgendwann, du schaust dir das Spiel, wenn es dich interessiert. Und die Kunst ist ohne diese Rollen, die Figuren in einem Charakter, wenn ich jetzt hier die Beutereiter nehme bei Behmann, wenn dich da noch grob erinnerst, dass ja eigentlich die Bösen sind, aber überall ist trotzdem die Gastfreundschaft. Und wir sind Beutereiter. Das ist diese Geschichte, ich bin ein Skorpion, da mit dem Fluss, wo man kennt, vielleicht die chinesische Geschichte. Und darum ist ja in meinen Buddha-Geschichten, die sind einmal ellenlang in Wiederholungen, weil da wird ja so viel runtergemurmelt, wie überall in allen Religionen, weil sie meinen, wenn sie oft noch was vor sich hinmurmeln, geistlos, fange ich an zu verstehen, ob ich jetzt 1000 Rosenkränze bete oder 1000-mal Hare Krishna schreibe, deswegen verstehe ich nicht, was Hare Krishna oder Rosenkranz bedeutet. Und da ist ja, wisset, o ihr Schüler, sagt der Meister Buddha, ist ein guter alter Freund von mir übrigens, wisset, o ihr Schüler, wenn dir am linken Flussufer sitzt, wenn einer am linken Flussufer sitzt und der schlägt, also die am linken Flussufer, da gibt es eigentlich verschiedene Übersetzungen, die am linken Fußufer, die schlagen und zerstören, die stehlen, und jetzt werden hier ganz auf Buddha-Manier absolut präzise, wie in einem Horrorfilm, so ziemlich alle Scheußlichkeiten aufzählt, wo ihr euch vorstellen könnt. Ich kann dir das gerne mal sehen lassen, eine gute Übersetzung.
wo es also hier genau geschildert wird, wie mit dem Ball die Köpfe gespalten werden und das Gehirn rauswabbert. Also die das machen. Und dann kommt der letzte Satz, der ist entscheidend, da heißt es, die sind nicht böse. Und dann geht der nächste Vers, die nächste Kapitel los, oh, wisset ihr Schüler, die am rechten Flussufer leben, die hier sich für Arme aufopfern, die Kranke pflegen, die selbstlos hier alles für die älteren Menschen. Und jetzt wird so ziemlich alles Gute, Karitative an Wohltätigen aufgezählt. Und dann kommt der letzte Satz, die sind nicht gut. Ohne Kommentar. Was soll uns das, was will uns der Meister damit sagen? Und es ist ganz einfach so, es ist alles ein Sein müssen. Es ist jede Kreatur so, wie sie ist. Und gut und böse. Das ist gehört zusammen, weil es das eine ohne das eine Flussufer ohne das andere nicht gibt. Das ist das Entscheidende. Ich kann nicht bloß ein Flussufer mir anschauen und sagen, das ist und das andere ist nicht. Und jetzt ist, wenn ich sage, du bist immer dieselbe Gnede. Das ist dieses, man steigt nicht zweimal in denselben Fluss, wobei man jetzt das natürlich wieder verfeinern kann. Irgendwie, wie definiere ich Fluss? Ich steige eigentlich immer, ich bin der Fluss. Ich steige nicht immer in selber Wasser, kann ich auch nicht sagen, außer ich beziehe es jetzt auf das blaue Wasser. Oberflächlich gesehen. Dann wieder auf global gesehen ist es sowieso, egal wo du reinsteigst, in deine Badewasser oder in Strombachsee, ist dann immer wieder dasselbe Wasser im Roten, das was immer ist. Auch wenn ich Facetten denke, das heißt, ich merke plötzlich, einfache Antworten gehen, wenn ich begriffen habe, ist es einfach ja. Aber was hier entscheidend ist, wenn man jetzt das Wasser als Symbol nimmt, wenn ich sage, du steigst nicht immer in dasselbe Wasser, du bist derselbe Fluss. Aber wenn du reinsteigst, hast du immer eine andere Form, wenn du auftauchst. Das ist das Entscheidende. Der Fluss verändert sich nicht. Bloß die Oberfläche. Immer der gleiche Fluss und nicht derselbe, ne? Der kann man immer, du merkst jetzt schon, der ist jetzt nochmal, red mal, wie man jetzt, das ist, wenn ich manche sage immer, du steigst nicht immer in das gleiche Wasser, aber in denselben Fluss, das wäre jetzt zum Beispiel ein schöner Satz, da könnte ich damit leben. Du steigst nicht immer in das gleiche Wasser, aber in denselben Fluss, dann passt das. Wenn ich sage, ich steige nicht immer in denselben Fluss, also wenn ich in die Donau gehe, gehe ich in die Donau. Also das ist immer dieselbe Donau. Aber nicht das gleiche Wasser. Aber dann, wenn ich wieder höher gehe, ist ja Wasser, meine ich jetzt, darum haben wir Wasser auch wieder zwei Seiten. Das rote Wasser, das immer ist, im Meer. Wenn ich zum Beispiel sage hier, der Meister steht mit einem Bein auf dem Wasser und mit einem anderen Bein auf dem Land, dann muss ich zuerst einmal wissen, dass hier materialistisch gesehen, meinen wir, das Land ist das Feste und das Wasser ist das Bewegte. Jetzt ist es aber so, dass das Land, wenn wir uns hinschreiben, haben wir wieder wie im Lamm, la, auseinandergeschmissenes ND. Das heißt, diese Lichtschöpfung, das auseinandergeschmissen ist, die existierende Öffnung und ND im Hebräischen ist ja hin und her bewegen. Und das, was immer ist, das ist das andere Bein. Das, was immer ist. Das ist und die, nicht witzig, sondern jede materialistische Interpretation sieht von der geistigen Seite genau gespiegelt aus. Jede Qualitätsdefinition, die du von einer materialistischen Logik ausgibst, ist von einer geistigen Seite genau gespiegelt. Und ich betone, ich sage nicht, dass die geistige Seite, was ich jetzt so nenne, richtiger ist. Die beiden können untrennbar zusammen, so wie die Gnede und die Form. Wo wir bei mir wieder eine Polarität haben, diese symbolische Gnede, die dein Geist symbolisiert, du bist immer dasselbe Ich. Wo ich immer sage, 200 Gramm rote Gnede. Du bist immer dieselbe Gnede, egal ob du ein Glas, ein Brezel, egal was für Form du annimmst, unveränderlich immer dasselbe Ich. Das Ich, das mir zuhört, ist jetzt dasselbe Ich, das den Udo hier und jetzt ausgedacht das erste Mal gehört hat. Bloß wenn du dir jetzt ein Vorher ausdenkst, nimmst du wieder andere Formen an, dann denkst du dich selber als Jünger. Aber ist das, was denkt, ist immer dasselbe Ich. Und jetzt merkst du, du kannst zurückrechnen, aber nicht hochrechnen. Okay? Aber zu dieser Gnede, die jetzt ein Symbol ist für Geist, der als Ding an sich nichts ist, gehört immer eine Form, das ist die Information. Und das ist jetzt genau das Gegenteil. Gegenteil insoweit, es ist in einer ständigen Bewegung, du kannst es nicht aufhalten. Es gibt keine Stille deiner Gedanken. Das heißt, die Gedanken still werden lassen, ist eine reine Illusion. Das ist in keinster Weise gegeben. Und wenn du jetzt meinst, die sind still, wenn du dich hinlegst und du schläfst 5 Stunden, wirst du feststellen, nicht einmal dann, weil dann hast du nur den Zeitriss. Du hast Gedanken, sollten die abreißen? Haben wir nicht festgestellt, du kriegst überhaupt nicht mit, wenn die abreißen? Es ist bloß, dass plötzlich das Gefühl da ist, dass du wach bist und dann erinnerst du dich an deinen letzten Gedanken. Und wenn du jetzt das chronologisch siehst und du meinst, es sind 5 Stunden dazwischen, meinst du, du bist 5 Stunden still gewesen. Aber der Zustand, wo du schläfst, ohne zu träumen, du musst wissen, Raum und Zeit entsteht als Traum. Was übrigens der Meister Kant hier schon, den wir uns jetzt ausdenken und wir uns jetzt denken,
Und der Philosophen ist einer der größten Philosophen, der Kant, und was das Große, wenn man jetzt Philosophie studiert, und was das große Erkenntnis von Kant ist, was bis heute der Materialismus nicht begriffen hat, dass Raum und Zeit außerhalb des menschlichen Geistes nicht existieren können. Das ist eigentlich auf den Punkt gebracht, nicht nur der kategorische Imperativ, wie man das so schön nennt, in der Moralgeschichte von Kant, sondern dass Raum und Zeit außerhalb des menschlichen Geistes nicht existieren können. Da können wir jetzt auch wieder ins Detail gehen, aber es wird alles Sprechblasen. Ihr werdet irgendwann einmal merken, das ist in einer reichlichen Erfahrung, ist das sehr runter konzentriert an Wissen, was ich euch gebe, dass das wirklich das Wesentliche ist. Und jeder Teilbereich wäre hochinteressant. Das ist, wo ich immer sage, das schade, das ganze Schulwissen, das Universitätswissen als Fragmente ist ganz, ganz hochinteressant, aber das musst du nicht wissen. Es schadet nicht, wenn man zumindest grob eine Ahnung hat. Ganz kurz zum Fraktor. Ich habe gerade gedacht, Leute, immer wenn eine Decke oder was hier drin ist, ja, so stark dran, nur dass ich euch morgen ausfall. Ja, indem ich so ganz flach. Ja? Hast du meine Gedanken aufgenommen oder ich da? Sei so nett. Weil ich keine Jacke mitgenommen habe heute und da zieht es mir jetzt total rein. Und ich bin jetzt, seit ich morgen halt, war ich gesund und schon wieder fiebrig. Jetzt pass auf, wenn wir jetzt das machen. Wenn ich jetzt eine fraktale Struktur mache, ist das dann mal ein Punkt, wenn ich hinmal, ist der genau genommen schon eine Fläche, die ich mir denke, und jetzt ist der Quadratfläche, wo ich sage, darfst du nicht den Fehler machen, ob ich jetzt das so mache oder so mache oder einen Kreis mache. Fläche heißt einfach Quadrat. Das ist 9 Quadrat. Und das ist eine Quadratzahl. Okay? 9 ist eine Quadratzahl. Jetzt 9 geschrieben ist ja 3 mal 3, 3 Quadrat, so rum. Und wir haben jetzt zwangsläufig immer wieder, wo du ein Quadrat hast in einer Zahl, ist automatisch.